So, jetzt sind wir bei einer Schwimmhalle, der NVA. Die gehört ja im Prinzip zu einem Komplex, also zu einer ehemaligen Offizierskaserne der NVA. Die wurde 1975 gebaut hier und war bis 1995 noch in Betrieb gewesen. Aber die Stadt konnte es im Prinzip nicht gewährleisten mehr. So, das werden wir uns mal angucken alles. In Ruhe. Hier unten haben wir im Prinzip wahrscheinlich die gesamten technischen Anlagen des Schwimmbades. Ist ja doch noch haltbar alles hier eigentlich, oder? Hm. Soll passieren mit einer heißen Treppe. Wollen wir den? Ja. Gehen wir gleich runter. Ne? So. Sehen können im Prinzip und für die gesamten technischen Anlagen. Ist 95 war es noch mit Schuh? Ja. Boah, ist ja der Baum schon lustig vorm Schiffen. Die Stadt hat es versucht zu halten, das Ding, aber haben die Pfänge nicht gereicht. So, wie ihr hier sehen könnt, die großen Tanks. Wahrscheinlich alles für die Wasseraufbereitung der Schwimmhalle. So genau habe ich da auch keine Ahnung. Schaut euch das mal an, wie verrostet das ist. Du kannst ein schönes Bild machen hier in den Tank hier rein. Ein schönes Bild kannst du hier machen. Ja. Muss ich mal hier rein fotografieren, in den Tank. Das wohnt da schon unter Hand. Ja? So. Wir gehen jetzt mal hier hinten weiter. Keller gehen. Hier haben wir noch eine schöne Schubkarre stehen. In welche Richtung gehen wir denn zuerst? Hinterrutschen. Wieso noch neu? Die Schubkarre. So, hier haben wir eine Art Luftaufbereitungsanlage. Wie in einem Bunker drin. Das ist eine Luftanlage. Also wie in dem Bunker. Ja. Wo solche Anlagen? Lüftung. Ne? Naja gut, klar, durch die Feuchtigkeit und so. Hier ist ja alles Lüftung. Die gesamte Anlage ist Lüftung. Ne? Guckt euch das mal an. Das ist im Prinzip eine Panzerscheibe, wo man im Prinzip hier gucken konnte, auf der Hälfte des Schwimmbeckens.
Hast du schon sowas mal gesehen? Guck mal, hier ist eine Unterwasserscheibe. Hier konntest du reingucken und den Leuten beim Schwimmen zugucken. Das ist eine Panzerscheibe, ist das. Ja. Habe ich auch noch nie gesehen. Na gut, klar, für die Armee ist es schon wichtig, dass der Ausbilder wahrscheinlich gucken konnte, ob die hier richtig schwimmen. Schöne Stühle. Da fahren wir im Prinzip wahrscheinlich dann eine Runde rum. Das ist wahrscheinlich. Was? Dann kommen wir doch vorne wieder raus. Ach, du bist ja gar nicht wo ich. Also im Prinzip sind wir im Kreis gelaufen. Wir sind im Prinzip unter dem Schwimmbecken, also um das Schwimmbecken drumherum gelaufen jetzt. Hier dahinter ist das Schwimmbecken. Ja. Und das sind im Prinzip die gesamten technischen Anlagen dazu. Was da alles so. Das sieht man ja sonst nie bei so einem Bad. Ne? Das ist ja nur. Das ist ein Elektroraum noch. Hier haben wir alte Elektrik hängen. Schau ich das mal an. Zählerschränke. Schon hier durch den Keller. Was hier? Hm? Was hier? Nee, war ich noch nicht. Hier? Wo denn? Hier ist ein Raum. Ach so. Dort hinten? Na? Nee, dort ist nicht drin, habe ich schon reingeleuchtet. Ist bloß eine Ecke. Sie wo bloß alte Ventile, alles verrostet. Und große Rohre. Mit alten Manometern. Umformer. Vorlauf, das sind die ganzen Vorlauf, Lüftung, Erdgeschoss, Klimablock. Ach so, das gehört wahrscheinlich alles zu der Umluftanlage noch mit hier. Wer das besser weiß, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, aber ihr seht da hier oben noch die Lüftungsrohre. Hast du eine coole Schraube gesehen? Groß. Ja, gut, das ist ja nochmal alles groß hier. Also brauchen wir große Schrauben. Und sehr interessant. Halt mal vor. Ha, so gut. Oh, das ist. So, jetzt gehen wir wieder hier hoch. Nee. Sind die Alufelder alle weggenommen? Wahrscheinlich. Ja, die Treppe hält uns noch aus. So. Räume hier.
so eine Art Technikraum hier auch nochmal gewesen. So ein Schalt. Technikraum. Flutgeräteraum. Aha. Oh. Guckt euch das mal an. Und jetzt tief nach unten. Wie jetzt tief runter hier. Trockenraum. Hier waren wahrscheinlich die Duschen drin. Das denke ich mal. Hier werden die Duschen gewesen sein, wenn die sich dann vorher abgeduscht haben. Ja. Hier hat sie die Duschen dann drin. Entweder war hier wahrscheinlich Umkleidebereich, dass hier Spinde standen oder so. So, hier vorne war der Haupteingang. Na, wo du hinten ins Becken kommst, hier kommst du vorne dann zum Becken hinter. So, hier ist der Haupteingang gewesen. Das war keine öffentliche Schwimmhalle, das war eine Halle für die Offiziersanwärter. Das ist nochmal eine extra Dusche gewesen hier hinten. So, das mal an. Das ist ein 25 Meter Bahn, denke ich mal. Hinten sieht man das Fenster, wo wir uns reingeguckt haben. Jo. Dort hinten sind die Stockblöcke gewesen, wo man dann runtergesprungen ist und dann im Prinzip seine Bahn hier gezogen hat. Dort steht es ja nochmal nur für Schwimmer und hier hinten war nicht Schwimmerbereich. Das werden sie wahrscheinlich nachträglich dann dran gemacht haben, weil ich denke mal, in der Offiziershochschule war es sicherlich notwendig, dass alle schwimmen konnten oder Pflicht gewesen. Schade drum. Schade, dass sowas so verfallen ist. Aber naja. Das ist die Dusche, wo wir vorhin schon geguckt hatten. Das wird hier genauso sein. Hier waren Toiletten.
Das ist halt gefährlich, sowas hier. Deshalb nicht nachmachen. So, nur 4 Stoppblöcke hier. Genau. Da ist ein großes Loch drin, wenn wir reingehen, fest, dann geht es tief runter. Aber hier sieht man halt auch, wie die Natur sich das alles so zurückholt hier. Wächst schon Form drin. Natürlich, die Front ist natürlich eigentlich eine wunderschöne Schwimmhalle eigentlich. Schade drum. Ich denke mal, hier vorne werden es wohl um die 4 Meter sein. 3 Meter, 4 Meter. Und die Drehe. Dort waren immer die Einstiegsleitern gewesen. Oh. Die Decke haben sie schon komplett runtergeholt hier. Schade drum auf jeden Ort. Könnte eine schöne Schwimmhalle sein. Platz hast du ringsrum genug. So, naja, im Prinzip wären wir dann auch schon auch durch mit dem Objekt soweit. Mehr gibt es hier gar nicht zu sehen. Was haben wir hier noch für geheime Gänge? Nirgends. Einstiegsleiter. Drüben oben. So, wie gesagt, hier war der Haupteingang gewesen. Genau. Nee, hier sind wir doch hergekommen. Wir haben jetzt alle Räume durch, soweit. Ja, haben wir.
So, wollen wir jetzt irgendwie gleich noch das Ende machen? Hm? Oder später das Ende nach dem Essen? Hm. Ja. So, Abmoderation, wie man so schön sagt. So, naja. Im Prinzip sind wir jetzt soweit durch mit unserer Tour. Die drei Objekte haben wir uns angeguckt. Ja, Fazit, die zwei Häuser. Gut, waren jetzt nee, schön, dass man es mal gesehen hat, aber jetzt kein großes Highlight, aber wir wollten uns halt immer schon mal angucken, weil wir öfter schon dran vorbeifahren. Und die Schwimmhalle hier, wie gesagt, die ist in einer Offiziershochschule oder ehemaligen Standort der Offiziershochschule, den Namen sage ich jetzt nicht. Ich werde nächstes Jahr dazu eine größere Reihe machen, wo ich die gesamte Offiziershochschule mal, was noch da ist, vorstelle. Und ich breche ein. Bis dahin müssen wir uns dann noch gedulden. Genau, ansonsten, wie gesagt, das Ding ist 75 erbaut worden. Ist dann, nachdem im Prinzip der Standort aufgelöst wurde, in städtische Hand übergegangen, aber halt konnte die Stadt sich nicht leisten und nicht halten. Und dann haben sie es zugemacht und dann ist halt der Verfall preisgegeben worden. Ich denke, es war eine interessante Location, besonders die Schwimmhalle habe ich so noch nie gesehen. Also ich kenne diese Schwimmhallen schon, aber als leere Schwimmhalle halt noch nicht. Ja, so, wir haben zu Ende mit dem Video. Mein Großvater hat hier glaube ich bestimmt gebadet, ne? Der wird auch hier gebadet haben, auf jeden Fall. Das denke ich mal, gehe ich davon aus. So. Ja, mein Kanal noch nicht hat. Auf jeden Fall nicht vergessen, abonnieren zu drücken. Dann auch die Glocke nicht vergessen zu abonnieren. Den Daumen hoch nach oben. Oder wer halt will, nach unten, je nachdem. Und wer einen Kommentar mir hinterlassen will, unten in die Kommentarfunktion schreiben. So, das war's dann im Prinzip soweit zu den heutigen Lost Place Abenteuer. Macht's gut, ciao, bis zum nächsten Abenteuer.